Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir wollen weiter studieren in Matthäus 16 und den entsprechenden Parallelversen. Wir haben letztes Mal nur einen Vers geschafft, heute hoffentlich ein bisschen mehr. Aber es ist ein wichtiger Vers und es ist eine ganz wichtige Idee, die wir hier studieren. Bevor wir aber allerdings beginnen, wollen wir natürlich mit einem Gebet starten und ich lade euch alle ein, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Herr, du weißt, wir mögen die angenehmen, die freundlichen, die fröhlichen Nachrichten, aber es gibt manchmal auch Nachrichten und Gedanken und Botschaften, die uns unangenehm sind. So ging es den Jüngern in der Geschichte, die wir jetzt seit einigen Wochen studieren. Und wir danken dir, dass wir sehen können, mit wie viel Taktgefühl und wie viel Strategie und Überlegung und Einfühlungsvermögen Jesus versucht hat, ihnen das nahezubringen, was sie nicht so richtig glauben wollten. Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch uns zeigst, was das praktisch für uns bedeutet. Dass wir lernen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, weil du, Herr Jesus, am allermeisten für uns gelitten hast. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und dass wir dich noch ein bisschen mehr lieb gewinnen, durch das, was wir heute über dich, über dein Wort erfahren. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Schlagt mit mir auf, Matthäus Kapitel 16. Wir haben letztes Mal, und wir die Wiederholung fassen wir kurz, darüber gesprochen, dass Jesus erst seinen Jüngern, also nachdem er dieses längere Gespräch hatte mit Petrus, und dann seinen Jüngern ja erzählt hatte, was auf sie zukommen würde, oder? Diese erste offizielle, richtige, ungeschminkte, sozusagen ganz deutliche Leidenserklärung, Leidensankündigung, ohne Metaphern, ohne Symbole, sondern direkt. Ja? Und das hat den Petrus so aus der Bahn geworfen und auch die anderen Jünger, dass er eine sehr unbedachte Äußerung gemacht hat und Jesus ihn sehr deutlich und scharf korrigieren musste. Und dann haben wir gesehen, dass Jesus nicht nur die Jünger, sondern eine größere Menge zusammenruft, Menschen, die da in der Nähe waren, und ihnen dann etwas sagt, nämlich, dass nicht nur der Weg des Messias ein dorniger Weg ist, sondern auch derjenigen, die dem Messias nachfolgen. Er hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz war ein Symbol der Schande. Und Jesus hatte das zwar den Jüngern schon mal gesagt, als er sie ausgesandt hatte, aber da war ihnen das wahrscheinlich nicht so bewusst gewesen, wie real das wirklich gemeint ist. Und in diesem Zusammenhang, das habe ich letztes Mal noch vergessen zu erwähnen, schreibt auch Ellen White etwas darüber, dass wir Jesus nachfolgen sollen, weil ja er selbst bereit war, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das schreibt sie in diesem Zusammenhang, genau mit diesem Vers, einen ihrer berühmtesten Sätze, wie ich finde. Vielleicht kennt ihr den. Jesus hat den Himmel nicht für einen Ort gehalten, der wünschenswert wäre, solange wir verloren sind. Ja, das ist diese Idee, dass Jesus im Himmel war und uns gesehen hat, wie wir hoffnungslos verloren sind und sich gesagt hat, was nützt mir der Himmel, wenn meine Menschen ohne Hoffnung sind und verloren sind. Und dann sagt sie, er hat die himmlischen Höfe verlassen, um ein Leben der Schande und der Anklage und der Schmach zu leben und einen Tod der Schande. Er, der reich war an den kostbaren, an den unschätzbaren Schätzen des Himmels, wurde arm, damit durch seine Armut wir reich werden können. Und dann sagt sie, wir sollen diesen Pfad folgen, den er gegangen ist. Ja? Also bei der Selbstverleugnung, das nur noch als Erinnerung, geht es nicht darum, dass wir uns selbst kasteien, um irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Es geht darum, Jesus zu folgen und sich bewusst zu machen, wer Jesus folgt, der wird auch Schwierigkeiten erleiden. Manchmal ist das subtil, manchmal ist es so ein direkt ins Gesicht, manchmal ist es vielleicht so, dass man sagt, meine Güte, also das ist ja ganz merkwürdig, ich muss euch erzählen, ich habe heute gesehen, das ist noch so frisch, deswegen das ist etwas, meinem Eindruck, ich bin heute zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht worden oder geworden, dass man mich als hochgradigen Freimaurer bezeichnet hat. Und zwar gibt es Menschen im Internet, die meine Predigt gesehen haben, Christus und der Staat,
und die darauf zur Schlussfolgerung gekommen sind, dass ich mindestens 32 Grad Freimaurer bin. Wir lachen vielleicht darüber, nicht wahr? Aber ich musste mich daran erinnern, was Jesus sagt. Wenn wir ihm nachfolgen, wenn sie den Meister Beelzebub genannt haben, wie viel mehr uns, nicht wahr? Seine Hausgenossen. Wir müssen erwarten, dass wenn wir Jesus folgen, ganz egal in welcher Form auch immer, und was auch mit, dass wir auf die eine oder andere Art und Weise Schwierigkeiten bekommen. Nicht, weil Gott vorher dann Schwierigkeiten hat, sondern weil selbst Jesus, der so viel besser gelebt hat als wir, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, weil das Wesen der Sünde ist. Jetzt schauen wir mal in Vers 25. Wer mag mal Vers 25 lesen? Matthäus 16 und dort Vers 25. Genau, das klingt erstmal wie ein Paradox, oder? Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wenn sein Leben verliert, also steht nicht, wer sein Leben verlieren will, ja. Aber wer sein Leben dann, also im Notfall sogar eher bereit ist, sein Leben zu geben, der wird es finden. Kennt ihr eine Geschichte, wo eine Person sich die Frage stellen musste, soll ich auf mein eigenes Heil oder auf meine eigene Sicherheit zuerst schauen oder soll ich mein Leben riskieren zugunsten von anderen? Kennt ihr da eine Geschichte im Alten Testament, wo jemand vor dieser Frage stand, ob er oder sie ihr Leben einsetzen soll, um möglicherweise anderen zu helfen? Esther, genau, Esther, die stand vor der Frage, soll sie es riskieren, hineinzugehen zum König und das könnte den Tod bedeuten? Oder soll sie einfach sicherheitshalber für sich bleiben und denken, naja, es weiß ja niemand, dass ich eine Jüdin bin, dann werden halt alle anderen ausgerottet und ich bin halt sicher, ja? Wer sein Leben zu retten versucht. Und dann sagt ja der Mordechai, der sagt ihr, also wenn du das denkst, ja schaut mal in Esther 4, wenn du denkst, dass du dein Leben rettest, ja, glaube das nicht, ja, du wirst dein Leben nicht retten. Schaut mal in Esther Kapitel 4, da in Esther 4 und dort Vers 14, da sagt der Mordechai zu ihr, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen, du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Das ist eigentlich der gleiche Gedanke, den Jesus sagt. Ja? Wer sein Leben zu retten versucht, der wird es verlieren. Und dann sagt er noch den berühmten Satz, und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie diese zum Königtum gekommen bist. Interessant ist, dass diese Aussage, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren und umgekehrt, die kam auch schon mal bei Jesus vor und zwar auch in der Rede an die Jünger bei der Mission. Schaut mal in Matthäus Kapitel 10 und dort Vers 38 und 39, da sieht man, dass diese beiden Verse er eigentlich jetzt nur noch mal wiederholt. Als er sie losgeschickt hatte, einige Wochen oder knapp ein paar Monate vorher, auf ihre Missionsreise, hat er ihnen gesagt in Matthäus 10, ab Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also, was Jesus hier in Matthäus 16 sagt, ist eigentlich keine neue Idee. Er hat es ihnen schon gesagt, weil man kann nicht Mission machen mit diesem Gedanken, aber man kann sehr wohl Mission machen, diesen Gedanken angenommen haben, aber ihn gar nicht richtig völlig verstehen. Der Gedanke der Selbstverleugnung, da macht man nicht ein Wochenendseminar und sagt, aha, jetzt weiß ich, was Selbstverleugnung ist, sondern im Laufe des Lebens, und vielleicht ist es auch schon so gegangen, erlebt man immer wieder Momente, wo man diese Lektion ganz neu lernt oder ganz neu versteht. Es gibt eine berühmte Aussage in der Offenbarung, die das alles zusammenfasst. Was wird über die Überwinder gesagt in der Offenbarung? Schaut mal mir in Offenbarung Kapitel 12 und dort Vers 11. Offenbarung 12 und dort Vers 11. Wer mag das mal lesen? Ganz genau. Das ist diese Idee. Ja, sie haben überwunden, und zwar, wen haben sie überwunden? Den Satan überwunden durch drei Dinge. Was waren die drei Dinge? Das Blut des Lammes. Zweitens, das Wort, das sie
von ihrer Erlösung erzählt haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und drittens, genau, formulieren wir das mal positiv. Was ist das? Die Liebe zu Gott war so groß. Die Liebe zu Gott war größer als die Liebe zum eigenen Leben. Was in manchen Fällen vielleicht sogar dazu geführt hat, dass sie buchstäblich bereit waren, ihr Leben zu geben, weil sie Gott mehr liebten, weil Jesus am Kreuz für sie das getan hat. Das sind Überwinder. Und der Paulus, der zeigt uns ganz anschaulich, was das bedeutet. Schau mal in Apostelgeschichte. Der hatte genau diese Erfahrung gemacht. Apostelgeschichte 20 und dort Vers 23 und 24. Schauen wir mal, Apostelgeschichte 20, Vers 23. Paulus schreibt hier, er sagt hier den Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20, Vers 23, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Also was sagt Paulus? Paulus sagt, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem und in jede Stadt, wo ich komme, treten Propheten auf. Ja? In jeder Stadt in Kleinasien, überall, wo ich hinkomme, kommen Propheten und sagen, du wirst gefesselt werden, du wirst gefangen genommen werden. Der Geist Gottes sagt, du wirst ins Gefängnis gesteckt werden. Ja? Also mal ganz ehrlich, wenn ihr eine Reise machen würdet und an jedem Ort, wo ihr ankommt, stehen Propheten auf und sagen, Schwierigkeiten erwarten dich, wenn du weitergehst, wirst du gefangen genommen werden, wenn du weitergehst, wirst du gefesselt werden. Der wusste, was kommt. Das macht doch was mit einem, oder? Und das war nicht einer, wo er sagt, okay, mal sehen, ob es passiert, sondern ein Prophet nach dem anderen sagte, wenn du diesen Weg weitergehst, wirst du sicherlich, es war nicht eine Meinung, das war nicht eine Prognose, das war kein Börsenexperte, der gesagt hat, es könnte passieren, ja? Keine Spekulation, wie wir heute so viel Spekulation sehen. Das waren prophetische Aussagen, die sagten, es wird so kommen. Und was sagt Paulus? Paulus sagt, oh, ich fürchte mich. Sagt Paulus, ich weiß nicht genau, wie ich weitergehen soll. Was sagt Paulus? Vers 24, er sagt, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Also damit, er meint nicht, er sagt nicht, ich nehme keine Rücksicht auf die Prophetie. Ja? Er sagt, das, was das prophetische Wort vorhersagt, die Schwierigkeiten, interessiert mich nicht. Warum? Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, das ist die Bedingung, wenn es gilt. Und das nächste ist so interessant. Was sagt er? Meinen Lauf, also da meint er natürlich also seine Berufung, ja? Meinen Lauf, und wie geht's weiter? Wie will er seinen Lauf vollenden? Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr zahlreiche prophetische Zeugnisse hättet, dass euer Leben direkt in Schwierigkeiten kommt. Wenn ihr wüsstet, ich werde gefangen genommen werden, und also Gefängnisse in Rom waren oder auch in der römischen Zeit waren anders als Gefängnisse heute, oder? Aber der Paulus sagt nicht, ich habe solche Angst. Der Paulus sagt, ich will mit Freuden vorangehen. Könnt ihr sehen, dass das keine menschliche Einstellung war? Der war erfüllt vom Heiligen Geist. Kein normaler Mensch freut sich darauf, weiterzugehen, wenn er weiß, es kommen Schwierigkeiten. Aber er sagt, interessiert mich nicht, weil ich möchte meinen Lauf mit Freuden vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er sagt nicht, ich gehe da einfach hin, weil ich den mal zeigen will. Er sagt, ich gehe nach Jerusalem, weil ich einen Auftrag habe. Jesus sendet mich. Jesus sendet mich, um die gute Nachricht zu geben. Und wenn sie mich deswegen einbuchten, dann muss ich halt im Gefängnis predigen. Ja? Es gab auch Zeiten, wo Paulus manchmal auch traurig gewesen ist. Ja? Später, als er nach Rom gekommen ist, da war er auch, hat er auch damit zu kämpfen gehabt. Aber das war seine Grundeinstellung. Seine Grundeinstellung war, ich weiß, was kommt, und ich gehe trotzdem mit Freuden voran. Heute gibt es ja eher so, in der Gemeinde machen wir so die zwei Extreme. Die einen sagen, ich will gar nicht wissen, was kommt. Ja, bleibt mir mit der Endzeitprophetie bleibt mir da weg von. Ja, ich will gar nicht wissen, was kommt. Ja, vielleicht kommt ja alles ganz, ganz anders. Und bloß nicht Prophetie studieren. Und dann gibt es die anderen, die studieren die Prophetie und freuen sich oder und stürzen sich in die Schwierigkeiten, bis sie völlige Panik bekommen. Aber Paulus sagt, ich weiß, was kommt. Aber ich denke nicht ständig über die Fesseln nach. Ich denke nicht ständig über die Ketten nach. Ich denke darüber nach, wie kann ich Jesus bezeugen. Ja? Und das ist das, was Jesus hier sagt. Ja, das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Die Liebe zu Jesus ist stärker
als die eigenen Gefühle oder die eigenen Ängste in dem Fall sozusagen. Okay, schauen wir noch, was der Markus ergänzt. In Markus Kapitel 8 und dort Vers 35. Da gibt es eine interessante Ergänzung noch. In Markus 8 und dort Vers 35, mag das mal jemand lesen? Genau, hier sind also zwei Gründe, warum man das das Leben verlieren kann, nämlich um Jesu Willen und das Evangelium. Na, also ihr ahnt schon, das ist natürlich nicht eigentlich zwei getrennte Gründe, sondern ein dasselbe. Ja? Und das zeigt übrigens auch, dass man Jesus und die Botschaft nicht trennen kann. Ja? Wer für das Evangelium kämpft, kämpft für Jesus. Wer das Evangelium ablehnt, lehnt letztlich auch Jesus ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schauen wir noch, und ich glaube, das ist schon auch erwähnt worden. Ich glaube, und du hattest. Ja. Ja. Ich glaube, wir kommen noch zu dem, genau. Schauen wir noch in Matthäus 5 und dort Vers 10 bis 12, das. Hatte Anna vorhin schon im ersten Seminar erwähnt, in Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Dort heißt es, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Und jetzt, das ist immer so ein bisschen merkwürdig, was da steht, oder? Was steht als nächstes? Freut euch! Und da steht nicht so, naja, zieht die Mundwinkel ein bisschen hoch. Er sagt, freut euch und jubelt. Also wie klingt das, wenn Leute jubeln? Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal in eurem Leben im Fußballstadion gewesen seid, früher als ich Kind war. Ich war mal ein paar Mal im Fußballstadion. Da, wenn die Leute jubeln, das ist laut, die springen hoch, ja, die freuen sich. Also das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir jedes Mal, wenn jemand schlecht über uns redet, uns freuen, weil der schlecht redet. Ja? Wir sollen nicht traurig sein über die Sünde, aber wir dürfen wissen, er sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jetzt ist ganz wichtig, diese Einstellung kann man nur haben, wenn man auf das Unsichtbare sieht, oder? Wenn der Blick auf Jesus gerichtet ist, weil wenn ich auf mich selbst schaue, werde ich mich niemals freuen. Ich werde auch nicht jubeln. Ich werde denken, oh, wie ist das gemein, ja, wie tun die mir weh, ja, und wie ist das ungerechtfertigt. Aber wenn ich wegschaue von mir und auf den Himmel schaue, sehe ich plötzlich eine goldene Krone. Und einen goldenen Sims und Häuser mit Perlen und dann sehe ich plötzlich den Lohn und denke mir, hey, Elia und Jesaja und Elisa und wie sie alle heißen, die sind alle verfolgt worden und alle geschmäht worden, ja, wegen Jesus und wegen seiner Botschaft. Nun schauen wir weiter in Matthäus Kapitel 16. Und dort Vers 26. Übrigens, was ist der Grund, während wir aufschlagen, Matthäus 16, Vers 26, was ist der Grund, warum jemand sagt, ich will mein Leben retten? Der Grund ist letztendlich eigentlich Egoismus. Die Liebe Gottes, die selbstlose Liebe Gottes zeigt sich daran, dass Jesus bereit war, sein Leben zu geben für andere. Ja? Und natürlich ist es jetzt, ist es schon auch okay, wenn man erstmal versucht, nicht gleich zu sterben. Ja? Aber wer sein Leben, jetzt im Fall von Esther, nicht wahr, dann liebt mehr als zu anderen, ja, für andere sozusagen, da zu sein, das ist letztendlich eine Form von Egoismus. Und Ellen White sagt einen interessanten Satz, sie sagt, Egoismus ist tot. Ja, kein Körperteil kann leben, wenn es für sich alleine lebt. Und letztendlich möchte Jesus und hat uns vorgelebt und will in unserem Leben auch das ausdrücken, dass wir für andere bereit sind, etwas zu geben. Und das heißt ja nicht immer gleich, dass wir für sie sterben müssen. Ja? Aber es heißt vielleicht mal, Zeit für sie zu haben oder etwas zu verzichten zugunsten eines anderen. Ja? Das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Jetzt schauen wir Vers 26. Wer mag Vers 26 lesen? Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein
Genau, bis dann. Ganz berühmter Vers. Ich denke dabei immer an eine historische Figur. Die kommt mir sofort in den Sinn. Könnt ihr raten, welche? Wer hat die ganze Welt gewonnen und dann doch Schaden genommen an seiner Seele? Alexander der Große. Er hat die ganze Welt erobert, also scheinbar. Ja. Aber natürlich, als Jesus das sagt, hat er jetzt nicht direkt Alexander der Große im Blick, oder? Das ist interessant jetzt, wenn du darüber nachdenkst. Das Ganze ist ja Teil dieses Gespräches. Jesus will den Jüngern deutlich machen, dass sie eine falsche Vorstellung haben. Was war die Vorstellung der Jünger nochmal über den Messias? Was war ihre Idee? Genau, dass er ein irdisches Reich aufrichtet, dass er die Römer vertreibt. Ja, dass es so wieder so groß wird wie zur Zeit von David oder Salomo, bis zum Euphrat, vielleicht mit Ägypten, ja, der ganzen Orient. Und jetzt sagt Jesus Folgendes: Was würde es euch nützen, wenn ihr einen Messias habt, der die Römer vertreibt, der die Perser vertreibt, der alle vertreibt und der so mächtig ist, dass ihr am Ende die ganze Welt beherrscht? Das wäre eigentlich sozusagen das absolut Höchste, was man als Weltmensch sich vorstellen kann, oder? Höher geht's nicht. Und ihr sagt, okay, also wenn ihr eure Vorstellung mal bis ans Ende zu Ende denkt, ist das Höchste, was ihr erreichen könnt, die Weltherrschaft, ja, mit eurem weltlichen Messias. Und dann? Was nützt es euch? Was nützt es euch, wenn ihr die Welt erobert habt? Was nützt es euch, wenn ihr die Römer besiegt habt? Was nützt es euch, wenn es keinen Römer mehr auf der Welt gibt? Was nützt es euch, wenn eure Synagogen in Rom sind? Was nützt es euch? Was nützt es den Menschen? Also Jesus lässt eigentlich quasi weltliches Denken hier an die Wand fahren. Er erlaubt quasi dem weltlichen Denken, sich zu Ende zu denken sozusagen. Ja? Denn das weltliche Denken kann sich nur auf diese Welt beschränken und dann ist es vorbei. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele, wenn er sein Leben verliert? Weil die Frage ist, kannst du mit der Weltherrschaft dein Leben retten? Kannst du ewiges Leben bekommen, indem du die Weltherrschaft hast? Und die Antwort ist natürlich Quatsch. Also nein, geht nicht. Hatte Jesus die Möglichkeit, die ganze Welt zu bekommen, die ganze Welt zu erobern? Ihm ist es angeboten worden, oder? Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Der Satan hat es ihm angeboten, und zwar die ganze Welt. Nicht nur die Welt der Römer, sondern die ganze Welt. Und Jesus hat abgelehnt, weil er wusste, das würde nicht reichen. Nun, erinnert euch daran, als Jesus bei der dritten Versuchung das abgelehnt hat, hat er gesagt, weiche von mir, Satan, oder? Zu wem hat er noch gesagt, weiche von mir, Satan? Zu Petrus, als der sagte, du musst doch nicht sterben, ja? Mit dem Hintergedanken, du kannst einfach so König werden und die Welt erobern. Er sagt, was nützt es? Niemand, und jetzt kommt ein interessanter Vers noch, in Psalm 49. Also ihr seht, Jesus ist dabei, hier Petrus eigentlich in seinem Denken zu korrigieren. In Psalm 49 und dort Vers 7 bis 9. Psalm 49 und dort Vers 7 bis 9. Das ist ein interessanter Abschnitt, den habe ich so vorher noch gar nicht so richtig, war mir jetzt nicht mehr so frisch Gedächtnis, dass hier steht. Psalm 49, Vers 7 bis 9, schaut mal, ganz interessant. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen, er muss davon abstehen auf ewig. Hier sagt eigentlich Gott in einem sehr interessanten Vers, die Seele ist zu teuer. Du kannst mit weltlichem Gewinn und weltlichem Schatz und Erfolg, kannst du die Seele nicht zurückkaufen. Und Jesus stellt also die Frage, wenn ihr also ewig leben wollt, ja, wenn also das Ziel ewiges Leben ist, und weil das ist ja das Ziel eines jeden Gläubigen, er stellt quasi den Jüngern indirekt die Frage, wie kommt ihr dahin? Glaubt ihr ernsthaft, mit eurer Theorie über den Messias kommt ihr dahin? Das reicht nicht. Was wollt ihr als Lösegeld geben? Was wollt ihr geben, damit ihr ewiges Leben bekommt? Und die Jünger fangen natürlich an zu denken, okay, ja, naja, wenn wir die Römer besiegen, haben wir noch nicht ewiges Leben. Ja? Und wenn wir die Weltmacht sind, haben wir noch nicht ewiges Leben. Ja? Und selbst wenn wir alle Schätze der Welt aus den Bergen raushauen, haben wir immer noch nicht ewiges Leben. Wie kommen wir dahin? Und natürlich, der Punkt ist, was will Jesus ihnen sagen? Genau das ist der Grund, warum ich nach Jerusalem gehe und am Kreuz von Golgatha sterbe.
Das ist der Grund, warum ich euch jetzt sage, dass unser Weg nach Jerusalem führt, weil, und das macht ja dann das Evangelium später deutlich und auch die neutestamentlichen Briefe, weil dieses Kreuz von Golgatha ist das Lösegeld. Und das Interessante ist, genau das, was ihnen nicht schmeckte, was sie nicht wollten, was ihren politischen Gedanken entgegenstand, war genau das, was sie dringend brauchten. Das war das, was für ihre Erlösung heilsnotwendig war. Und es ist nicht so einfache Aufgabe für Gott, einem Menschen die Wahrheit nahezubringen, wenn gerade die Wahrheit das ist, was er nicht hören will. Ja, das ist, was Jesus hier das Problem hat. Ja. Und er macht das ganz geschickt. Er hat ja vorher sie noch bestätigt in ihrem Glauben an ihn und dann hat er mit dem Petrus gesprochen und jetzt will er ihn deutlich machen, euer Denken reicht nicht, so wie ihr bisher gedacht habt, das wird nicht reichen. Und da gibt es einen ganz interessanten Parallelvers in Lukas 9, Vers 25. Den fand ich sehr, sehr hilfreich und da habe ich jetzt erst letzte Woche zum ersten Mal richtig drüber nachgedacht. In Lukas Kapitel 9 und dort Vers 25. Das ist fast so ähnlich, aber da gibt es eine andere Bedeutungsnuance hier. In Lukas 9, Vers 25. Wer mag den mal lesen? Lukas 9, Vers 25. Genau, welche Formulierung ist hier neu, die wir so in Matthäus nicht hatten? Ja, das stimmt schon, aber wie ist das konkret hier formuliert? Die Formulierung ist ganz toll. Wie formuliert er dieses ewige Verderben? Er sagt, der wird sich selbst verlieren. Das ist interessant, oder? Jesus sagt, wer mir nicht nachfolgt, ja, wer einfach auf weltliche Art und Weise sein Leben führt, der wird verloren gehen, der wird sich selbst verlieren. Was ist Jesu Gegenangebot? Was sollen die Jünger machen? Sie sollen sich selbst verleugnen. Das heißt, du hast die Wahl. Entweder du verleugnest dich selbst und wenn du dich nicht selbst verleugnest, was passiert? Dann verlierst du dich selbst. Und das ist interessant, weil der Satan nämlich sagt, oh, Selbstverleugnung, du musst doch deine eigene Persönlichkeit herausstellen. Ja? Selbstverleugnung ist gegen deine Psyche, du bist doch ein eigener, individueller Mensch. Ja? Selbstverleugnung ist irgendwie schlecht für dich. Aber was ist schlechter, Selbstverleugnung oder sich selbst verlieren? Die Wahrheit ist, Jesus sagt, verleugne dich selbst, damit du dich nicht selbst verlierst. Wer sein Leben verliert, wird es finden. Wer sich selbst verleugnet, wird sein eigenes Ich behalten können, seine Persönlichkeit, und zwar für alle Ewigkeit. Selbst, also so absurd oder so paradox das klingen mag, Selbstverleugnung ist der einzige Weg, die eigene Persönlichkeit auf Ewigkeit leben zu lassen. Wer sich selbst verleugnet und Jesus nachfolgt, der verhindert, dass er sich nicht selbst verliert. Und das ist ein interessanter Gedanke, ja? Weil wir denken immer Selbstverleugnung oder Selbstverwirklichung. Ja? Die Welt nennt das hier Selbstverwirklichung. Du musst dich selbst verwirklichen und die Kirche sagt, nein, du musst dich selbst verleugnen. Aber die Wahrheit ist, das Wort Selbstverwirklichung gibt es in der Bibel gar nicht. Ja? Die Wahrheit ist, entweder es gibt Selbstverleugnung oder Selbstverlust. Und die wahre Selbstverwirklichung besteht darin, dass Jesus unser Selbst verwirklichen kann, und zwar in aller Ewigkeit. Aber dazu müssen wir es ihm übergeben. Wir müssen uns selbst verleugnen, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen, ihm folgen, so wie er das getan hat. Und ich finde, wenn man das so sieht, in der Gesamtheit, dann sieht man plötzlich, dass die Welt uns oft betrügt. Ja? Mit ihren Behauptungen, dass die Selbstverleugnung irgendwie uns so demütigen würde. Ganz im Gegenteil. Ein Mensch, der sich selbst retten möchte, sollte sich selbst hingeben. Das ist genau das, was Jesus uns vorgemacht hat und was er immer und immer wieder sagt. So, jetzt geht's aber noch weiter. Matthäus Kapitel 16 und dort Vers 27.
Matthäus 16, Vers 27. Wer mag den lesen? Okay, das ist so interessant. Also bis eben gerade ging es um die Verleugnung Jesu, es ging um das Kreuz. Und jetzt scheint plötzlich das Thema gewechselt zu werden, oder? Jetzt spricht er plötzlich von welchem Ereignis? Von der Wiederkunft, oder? Okay, lass uns kurz drüber nachdenken. Warum hatten die Jünger geglaubt, dass Jesus, dass der Messias ein irdischer König werden wird? Warum haben die das geglaubt? Wie kamen die darauf? Es gab alttestamentliche Vorhersagen. Ja, welche zum Beispiel könnte man da denken? An die Weltherrschaft des Messias? Welche Weltherrschaft? Wo gibt es eine? Also, es gibt ja. Ich gebe euch ja einen Tipp, ne? Ich gebe euch einen Tipp. Er sagt ja, denn der. Wie geht's weiter? Denn der, hier in Vers 27, denn der Sohn des Menschen. Woher kommt die Idee von dem Sohn des Menschen? Daniel, wo? Daniel 7, genau, Daniel 7. Denn in Daniel 7 wird das Gericht beschrieben. Das heißt ja nicht, der wird jedem vergelten nach dem Werk. In Daniel 7 wird das Gericht beschrieben. Und dann kommt dort jemand in Daniel 7, Vers 13, auf den Wolken des Himmels. Und wer ist das? Wer kommt auf den Wolken des Himmels? Das stimmt, aber was steht in Daniel 7? Ein Menschensohn kommt. Und das ist das, was die Jünger mal gedacht haben. Und alle anderen Juden, da kommt der Menschensohn, der kommt zu dem Vater. Und was wird ihm gegeben in Vers 14? Alle Macht und Königtum und Ehre und Herrlichkeit und alle Nationen und alle Völker und alle Stämme und alle Sprachen dienten ihm. Und jetzt sagt Jesus: Wenn ich euch sage, dass ich sterben werde, hebt das Daniel 7 nicht auf. Denn der Sohn des Menschen, Daniel 7, wird kommen. Er wird in Herrlichkeit kommen. Welche Herrlichkeit haben die Jünger sich vorgestellt? Wenn die an den herrlichen Messias gedacht haben? Also die haben gedacht, da kommt so ein großer König, ja, mit langem Haar und mit toller Rüstung, ja, auf einem Pferd dahergeritten, und die Herrscharen Judas rennen ihm hinterher, ja, und dann werden sie gemeinsam gegen die römischen Legionen zu Felde ziehen und sie werden einen herrlichen Sieg erringen. Ja, das war so die Herrlichkeit, die sie sich vorstellen konnten. Und was sagt Jesus? Nein, der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit des Vaters. Das ist die größte Herrlichkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er sagt, ihr rechnet immer mit so einer irdischen Herrlichkeit, so mit 3 Siegen gegen die Römer, ja, so mit einem Königreich von Euphrat bis Nil oder so. Ich sage euch, der Messias kommt wieder. Er kommt in der Herrlichkeit von Gott, dem Vater, die höchste Herrlichkeit, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Er korrigiert ihr Denken also in beide Richtungen, weil eigentlich war das Denken der Juden so eine Mischform, ja, so ein bisschen irdisch, so ein bisschen, also sowas, so nichts von beidem richtig. Ja. Er sagt, nein. Der Messias wird sich ganz hingeben und dann kommt er in einer Herrlichkeit, die alles übertrifft, was sich Menschen vorstellen können. In der Herrlichkeit des Vaters mit allen seinen Engeln. Wie viele Engel werden das werden nach Daniel 7? Wie viele Engel sind da in Daniel 7, die dort im Gericht stehen? Das steht 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Das ist natürlich nur eine Zahl für viele Millionen, Milliarden. Ja? Diese Engel werden alle kommen. Jesus sagt ihnen also, wenn ich euch sage, dass der Messias stirbt, denkt nicht, dass er ohne Kraft bleibt. Denkt nicht, dass es das Königreich nie geben wird. Es wird viel herrlicher sein, als ihr je gedacht habt. Könnt ihr sehen, was Jesus hier macht? Die Jünger hatten erstes und zweites Kommen alles miteinander vermischt in ihrem Kopf, weil die Pharisäer das vermischt haben und weil die anderen Schriftgelehrten das vermischt haben. Und Jesus nimmt die beiden Dinge und reißt sie quasi auseinander, also reißt sie auseinander, aber er nimmt sie auseinander und platziert sie an die richtige Stelle. Hier das erste Kommen, da das zweite Kommen. Und beide stehen jetzt sozusagen auf eigenen Füßen und können richtig betrachtet werden. Das war für die Jünger so unvorstellbar, die wussten gar nicht, das war wie eine Kernspaltung, ja, erst und dann so. Ja. Die haben das ja noch lange nicht begriffen, ja. Aber Jesus fängt an jetzt ihnen zu sagen, schaut mal, es gibt ein erstes Kommen und das ist so schmachvoll, so schändlich, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, dass es so schändlich sein kann. Und dann gibt es ein zweites Kommen, das ist so herrlich und so groß und so mächtig, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, dass es so mächtig ist und so herrlich. Also, er ordnet das. Ja? Und es scheint mir so zu sein, dass das hier die allererste
explizite Ankündigung der Wiederkunft Jesu ist. Es gibt zwar vorher schon in den Gleichnissen, wo er sagt, nicht wahr, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden einsammeln bei der Ernte, ja? Aber alle anderen Aussagen, wo Jesus explizit sagt, ich komme wieder, ja, und wo er von der Wiederkunft spricht, sind alle später erst. Es sieht so aus, dass in Matthäus 16 Jesus zum ersten Mal explizit sagt, so, das ist der Sinn des ersten Kommens und so wird das zweite Kommen sein. Also eigentlich sozusagen für die Entwicklung des Glaubens der Jünger ein unfassbar wichtiges Kapitel, das sie natürlich überhaupt erstmal gar nicht richtig begriffen haben. Ja? Sagt Ellen White auch, die wussten gar nicht richtig, was er meint, weil sie so schwer von Begriff waren, wie wir oft. Aber da sieht man sozusagen, wie Jesus das sehr deutlich voneinander trennt. Ja? Ja. Mhm. Ganz genau, dankeschön. Aber jetzt geht es noch weiter. Denn wie beginnt der Vers 27? Wie fängt er an? Denn, jetzt haben wir schon gelernt, wenn ein Vers mit denn beginnt, dann Schlussfolgerung. Das ist eine, und was ist vorher, was ist die Frage vor denn? Was nützt es einem Menschen, wenn er die Welt gewinne? Was kann ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Er sagt mit anderen Worten, was wollt ihr denn als Lösegeld geben für eure Seele? Denn der Menschensohn, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt, wird es die Herrlichkeit des Vaters sein. Es ist nicht die Herrlichkeit mit einer römischen, mit einer jüdischen Armee, wo man sagt, hey, könnte ich auch mitmachen? Ja, ich kämpfe mit. Nein, es wird so herrlich sein, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, angesichts eines solchen Gerichtes, das in Daniel 7 ja vorhergesagt ist, oder? Wo die Bücher aufgetan werden, wo einem jeden Menschen vergolten wird nach seinen Werken, gibt es nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden, nämlich, dass Jesus für mich stirbt. Also, ihr seht, er trennt die beiden Dinge, er stellt sie beiden nebeneinander und dann verbindet er sie und sagt, nur durch das Kreuz könnt ihr überhaupt die wahre Ankunft des Königs bestehen. Was Jesus sagt mit anderen Worten, wenn ich nicht zuerst ans Kreuz gehen würde, würde die Ankunft des Messias euch alle umbringen. Deswegen muss ich zuerst ans Kreuz, um für euch sterben zu können, damit ihr überhaupt in dem Reich Gottes sein könnt. Und deswegen hat Jesus die Schande nicht, also wie sagt es in, schau mal, in Hebräer 11, Hebräer 12, da wird nämlich genau das gesagt. In Hebräer Kapitel 12 und dort Vers 2 und 3. Hebräer 12, Vers 2 und 3. Wer mag mal lesen? Hebräer 12, Vers 2 und 3. Wer mag? Genau, könnt ihr sehen, Jesus wusste, dass die Schande auf ihn kommt, aber er hat sich für nichts geachtet. Könnt ihr euch an Paulus erinnern? Er sagt, ich weiß, was auf mich zukommt, aber ich halte es für, ja, er sagt anders, ich halte es für Dreck, die Vergangenheit, aber ich achte nicht darauf, denn ich sehe auf das Ziel. Jesus sah auf das Ziel, er sah auf die vor ihm liegende Freude und war bereit, dann sogar den Widerspruch der Sünder zu ertragen. Und wenn das der Weg von Jesus war, ist das der Weg für uns. Denn er sagt, kommt, folgt mir nach. So, jetzt schauen wir uns doch mal ganz kurz in Matthäus 16 an. Wir sehen also hier in Matthäus 16, dass Jesus sagt, ab Vers 24, nicht wahr? Nehme dein Kreuz auf dich. Ja? Wer sein Leben verliert, ja, der wird es finden. Und dann spricht er hier von einem Lohn. Könnt ihr das sehen? Ja? Der Lohn kommt bei der Wiederkunft. Wir haben schon gesehen, in Matthäus 10 hatte er ganz ähnliche Dinge gesagt. Schaut mal, Matthäus 10,
und dort ab Vers 38, das haben wir gerade schon gelesen, ja, auch in Matthäus 10 sprach er davon, wer sein Kreuz auf sich nimmt und dann wer sein Leben zu retten versucht und wer es verliert, ja, Matthäus 10. Und jetzt schaut mal, spricht er danach auch von einem Lohn, weil hier in Matthäus 16 kommt ja nach Kreuz und dem Leben kommt jetzt der Lohn, ja. Gibt es in Matthäus 10 danach auch etwas über den Lohn? Schaut mal in den Versen danach. Also Matthäus 10, Vers 38, nicht wahr? Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Vers 39, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und jetzt kommt genau Vers 40 und 41. Schaut mal, was dort steht. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf mich, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den was, den? Den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Könnt ihr sehen, dass es hier beschreibt, um was für eine Art von Lohn es geht? Hier sehen wir in Matthäus 16, Jesus sagt, der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit des Vaters mit all seinen Engeln, um einem jeden zu vergelten, nicht mal seinen Lohn, wie sein Werk gewesen ist. Und jetzt frage ich mich, okay, was für Werke? Um welche Werke geht es? Und jetzt Matthäus 10 macht deutlich, welche Werke es geht. Nämlich, jemand in der Gemeinde ist durstig und du gibst ihm ein bisschen kaltes Wasser. Darum geht's. Wir denken vielleicht, meine Güte, da geht's um, wer weiß, was für große Werke. Nein, es geht um die Einstellung. Wer für den anderen da ist, wer ihn aufnimmt. Und wenn er, Jesus sagt, selbst wenn du ihm nur ein Glas Wasser gibst aus Liebe, wirst du deinen Lohn nicht verpassen. Das ist nämlich genau dann der Lohn, von dem Jesus sagt, er wird in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und einem jeden vergelten, wie sein Werk gewesen ist. Und was drückt sich hier in diesen Versen aus, Matthäus 10? Da drückt sich nicht aus, oh, ich will in den Himmel kommen, willst du Wasser haben? Sondern da drückt sich aus die echte Nächstenliebe, die echte Freundlichkeit, die auch Jesus hatte. Übrigens, in Matthäus 10, Vers 32 und 33 hatte Jesus schon gesagt, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Jetzt schaut mal, was in der Parallelstelle zu Matthäus 16 steht. In Markus 8, und ich glaube, Cornel, du hast es schon erwähnt, in Markus 8, Vers 38, das ist genau jetzt diese Idee. Markus 8, Vers 38. Magst du es vorlesen? Markus 8, Vers 38? Oder wer es hat? Genau. Jesus hat die Schande ertragen und er wünscht sich, dass wir zu ihm stehen, nicht nur, wenn alle dem Evangelium applaudieren, sondern auch, wenn alle so machen. Trotzdem zu Jesus zu stehen. Was hat Paulus gesagt, als er angeboten hat, nach Rom zu kommen, um das Evangelium zu predigen? Er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Schaut mal ganz kurz mit mir in 2. Timotheus 1. Als dann der Paulus in Rom war, als er dort angekommen war, in 2. Timotheus 1, und er spät im Gefängnis war, schreibt er an Timotheus im 2. Timotheusbrief, das ist der letzte Brief, der von ihm erhalten ist wohl, und da sagt er in 2. Timotheus 1, ab Vers 8, und da sagt er zu Timotheus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, dass ich ein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Es ist eine Sache, zu Paulus zu stehen, wenn der berühmt ist. Eine andere Sache ist es, zu Paulus zu stehen, wenn der im Gefängnis liegt. Schaut mal in Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Und dann lobt er noch jemanden. Schaut mal in Vers 16. In Vers 16, der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus,
Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Der hat in Anführungsstrichen ein Glas kaltes Wasser dem Paulus gebracht ins Gefängnis. Hat sich seiner Ketten nicht geschämt. Und dann schaut mit mir in Vers 12 von 2. Timotheus, damit enden wir. In 2. Timotheus 2, Vers 12 steht, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott bleibt immer treu, aber wenn wir ihn verleugnen, kann er uns nicht in den Himmel nehmen. Was ist das Gegenteil von Jesus verleugnen? Schaut mal in Vers 12. Was ist das Gegenteil von Jesus verleugnen? Das stimmt, aber was steht in Vers 12? Was ist das Gegenteil von hier? Das gibt entweder A oder B. Ja? A ist und B ist Jesus verleugnen. Was ist A? Standhaft ausharren. Wer standhaft ausharrt, der bleibt auch dann bei Jesus, wenn die ganze Welt sich gegen ihn zusammenrottet. Kennt ihr jemanden in der Offenbarung, der standhaft ausharrt? Von wem heißt es? Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren, wenn die ganze Welt es zu einem Gesetz macht, dass man Jesus so nicht nachfolgen sollte, wie es die Bibel sagt. Dann wird es Menschen geben, die sich nicht schämen für Jesus und für sein Evangelium und für sein Gesetz und für seinen Sabbat. Und sie werden standhaft ausharren. Und im Grunde genommen ist all das, was wir hier studieren, eine direkte Vorbereitung auf diese Zeit. Denn wer dann standhaft ausharrt, der ist bereit, wenn Jesus kommt, in der Herrlichkeit des Vaters mit allen seinen Engeln. Wollen wir uns vornehmen, auf Jesus zu blicken? Ihm zu folgen, auch wenn das mal bedeutet, unsere eigenen Wünsche, Ideen zu begraben. Nicht, weil Jesus unsere Persönlichkeit kaputt machen will, sondern weil er sie retten will. Wer sich selbst verleugnet, verhindert, dass er sich selbst verliert. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du in deinem Wort uns so klar und so schön und so deutlich zeigst, worauf es ankommt. Und Herr, wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dir nachzufolgen, kann auch Schwierigkeiten bringen, wird auch Schwierigkeiten bringen. Nicht, weil du die Schwierigkeiten dir wünschst, sondern weil wir in einem Kampf mit der Sünde leben, im Kampf mit dem Bösen. Und der Satan gibt leider nicht auf zu kämpfen, obwohl er schon längst besiegt ist. Und Herr, wir sehen, dass Jesus in seinem Leben mit großen Schwierigkeiten zu tun hatte, dass er angegriffen worden ist, dass er verleumdet worden ist. Aber er ist diesen Weg weitergegangen, um das Opfer zu bringen, das uns erlösen kann. Und Herr, wir können uns nicht selbst erlösen, aber wir können vom Prinzip her, von der Geisteshaltung, Jesus so lieb haben, dass wir ihm ähnlich werden. Und Herr, das wünschst du dir für uns. Und wir möchten dich bitten, dass wir lernen, unseren Blick von uns wegzurichten auf dich. Dass wenn wir sehen, wie du bist, dass wir wie Jesus über die gegenwärtigen Schwierigkeiten hinwegschauen können, auf den großen Lohn und die große Freude, die vor uns liegt. Und wir danken dir, dass du das durch deinen Heiligen Geist in uns bewirkst. Im Namen Jesu. Amen.